Es gibt so viele lokale Nuancen, so die Fasnacht, die weltbekannt ist, die Fußballmannschaft, die Pretzel, die eigentlich aus Mainz kommen. All diese kleinen Sachen machen diese so eine personale Erfahrung. Das ist nicht eine andere große Stadt. Das ist eine ziemlich große Stadt, aber mit einer eigenen Identität, die sehr leicht erkennbar wird. Ja, typisch Riviera. Weißt du, wie warm es da ist? Ich finde Mainz so dynamisch. Es gibt immer viele Leute in der Straße, es gibt immer viel los, es gibt so viele Theaterstücke, Filme, Ereignisse und sie haben ein Festival für alle die möglichen Sachen, die existieren können. Und das finde ich so super toll. Und und nicht nur, dass man hat all diese Gelegenheiten in Mainz, aber auch an der anderen Seite von Rhein gibt es Wiesbaden und dort gab es zum Beispiel Theaterfestival, so viele Kinoereignisse und so. Alles geht so gut zusammen. Und wenn man nicht, wenn man sogar mehr möchte, Frankfurt ist nur 30 Minuten beim Zug. Und dort hat man eine andere, die große Stadt-Erfahrung. So finde ich diese Komplementarität zwischen den drei ausgezeichnet für eine tolle kulturelle Erfahrung.